Hallo ihr Süßen. So, heute kommen wir zu meinem Baby-Mama-Update. Und zwar zu unserem fast fünften gemeinsamen Monat. Ja, ich fange direkt an. Er ist jetzt fast 5 Monate alt. Entschuldigung, erstmal Dankeschön, dass ihr wieder dabei seid. Der kleine Mann ist jetzt fast 5 Monate alt. Und ganz kurz was zu den Daten. Er ist jetzt gute 68 cm groß. Ja, wiegt dabei, glaube ich, um die 8 Kilo. Und ja, den Kopfumfang weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich denke mal, ja, das reicht auch. Was kann er denn jetzt Neues? Eigentlich... Ja, er kann nach Sachen jetzt ganz spezifisch greifen. Also wenn man ihm was hinhält, dann nimmt er das schon. Er kann sich von der einen Seite auf die andere Seite drehen. Er brabbelt jetzt noch viel mehr. Er will, dass man ständig mit ihm Faxen macht und... er will ständig lachen und beschäftigt werden und ist ganz neugierig. Und momentan hat er eine sehr, sehr anhängliche Phase. Ich bin gerade am Füttern. Er bekommt übrigens immer noch die 2er Aptamil. Genau, und er möchte, wie gesagt, beschäftigt werden und ist halt momentan wirklich sehr anhänglich. Möchte nicht so wirklich im Wagen liegen und schlafen ist auch nicht seine Lieblingsbeschäftigung. Dafür bekommt er jetzt 2 Zähne unten, aber oben, glaube ich, kriegt er auch noch einen. Da kratzt es auch schon ordentlich. Ja, genau. Und er will immer ganz viel erzählen und ganz viel sich mitteilen und ja... Dann waren wir bei der Impfung und da hat er so eine, oh Gott, lasst mich nicht lügen, ich glaube, das war eine 6-Fach-Impfung. Hat er bekommen, die hat er aber ganz gut vertragen, also gar keine Nebenwirkungen gehabt, wie Fieber oder sowas, gar nicht. Ja, dann haben wir die Untersuchung gemacht. Da war auch alles in Ordnung. Was haben wir noch gemacht? Ja, ansonsten ist er wie gewohnt aktiv und liegt recht gerne auf dem Bauch. Das macht er ganz gern. Ja, und unterhält sich mit jedem, ne? Ja. Und findet seinen kleinen großen Bruder ganz toll. Die brabbeln so miteinander. Na gut, die sind halt vom Alter her nicht so weit auseinander, deswegen klappt das ganz gut. Und die gucken sich mal an und brabbeln so vor sich hin. Ja. Er isst recht gut. Er trinkt nicht mehr so gerne Milch. Also seine Milch halt. Dafür isst er aber gerne seinen Brei. Also im Löffel isst er richtig gerne. Also wie gesagt, lieber wie mit der Flasche. Aus dem Gläschen, da hole ich keine speziellen Gläschen eigentlich. Was mir halt gerade in die Hände fällt. Manchmal sind es Markenprodukte, aber meistens ist es das von Baby Vita. Das verträgt er ganz gut, das isst er auch ganz gerne. Und ich denke mal... Ja, da kann man geteilter Meinung sein, welche Marke jetzt am besten ist und was, wo mehr drin ist oder was vollwertiger ist oder keine Ahnung, wo die meisten Vitamine drin sind. Fakt ist doch sowieso, wenn man selber kocht, sind sowieso die meisten Vitamine dann noch da, wenn man es richtig macht, ja. Und er isst momentan eh nur Frucht und diesen Keksbrei und was es da halt alles zu kaufen gibt. Und an Gemüse, das habe ich jetzt schon ein paar Mal probiert, da will er noch nicht so wirklich dran. Das schmeckt ihm gar nicht. Ja, und das war es eigentlich auch schon, was ich dazu erzählen kann, weil es gibt eigentlich gar nicht mehr zu erzählen. Es ist halt, ja, nicht jeder Tag ist gleich, aber
Ja, ich bin halt schon vierfach Mami, ne? Und da kennt man das halt alles auch schon. Und ja, ich will nicht sagen, da geht vieles an einem vorbei. Aber ja, man, weiß ich nicht, ich denke mal, beim ersten Kind, da ist es ja auch selber für einen noch neu. Und dann kann man noch so viel erzählen und so. Man hat es schon mehrfach durch. Und dann, ich müsste mir das echt mal aufschreiben, glaube ich. Ja, aber das sind so die Fakten, ja, die jetzt so passiert sind. Ich wollte mir nämlich heute im Toys R Us ein, ja, wie nennt man das, so eine Art Babybjörn holen. Und dann, also halt so eine Trage, wo man die Kinder so reinsetzt. Ja, und da hatte ich den von Esprit in der Hand für 39,99. Und das war wirklich der Beste. Der hat auch im Test super abgeschnitten. Und den konnte man noch Größen verstellen und war wohlgemerkt von 0 bis 12 Monate. Ja, das ist blöd gelaufen. Er hat nicht reingepasst. Wahrhaftig nicht. Also um die Beine rum war es viel zu eng und die anderen, ja, wie nennt man das, Babytragen, die konnte man gleich vergessen. Die waren noch viel enger und ja, und das Esprit, das von Esprit, das war das Beste eigentlich, was man hätte kaufen können und wo er halt noch hätte reingepasst. Aber ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass da noch ein einjähriges Kind reinpassen soll. Also, naja, gut, am Ende haben wir es halt nicht gekauft, ne? Und jetzt müssen wir halt mal gucken, wie wir das machen, weil, wie gesagt, er ist total anhänglich. Und dann ist es halt blöd, wenn man halt Hausarbeit machen muss und Kinder, dann. Jo, kommt das alles ein bisschen, nicht kurz, will ich nicht sagen, aber es dauert, wenn er halt dann noch die ganze Zeit am Quäken ist, ne? Ja. Und immer auf den Arm sein will, das ist halt dann immer ein bisschen doof. Gut, ich wäre soweit auch fertig und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ich weiß allerdings noch nicht, welches das sein wird. Wenn vielleicht noch ein paar Vorschläge kommen, bin ich euch wie immer ziemlich dankbar. Und ihr könnt mir gerne schreiben, mich auf Instagram oder Facebook verfolgen und ich schreibe euch den, poste euch den Link nochmal unten rein. Ja. Könnt mich abonnieren oder auch nicht, je nachdem, wie ihr das wollt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich glaube, ich stelle es heute Abend noch online, weiß es aber nicht. Wenn nicht, wünsche ich euch eine schöne Restwoche. So, und wir verabschieden uns. Tschüss. Ciao.